Hi Leute und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video aus dem Büro. Da mache ich auch meine anderen Videos, ganz klar. Aber heute mal mit einem anderen Thema. Ich habe mir einen neuen Schreibtisch bestellt und zwar so ein Standing Desk, wo man dran sitzen kann, wo man aber auch hochfahren kann, also mit Motoren. Ja, ganz praktisch die Geschichte. Ich habe ja schon ewig mit solchen Sachen geliebäugelt, weil mein Problem ist, bin ja nun auch schon ein bisschen älter und den ganzen Tag auf diesem Stuhl sitzen, das schrottet natürlich den Rücken. Genau. Und deswegen habe ich mir diesen Schreibtisch da bestellt. Da ist die Tischplatte. Daneben, da ist das Untergestell drin und der Hersteller verspricht, dass man das binnen so 10 Minuten aufbauen kann. Ich bin mal gespannt, also gegenüber dem Wettbewerb, soll das wohl ziemlich schnell aufzubauen gehen. Tischplatte habe ich mir eine 1,20er nur bestellt, weil da soll tatsächlich dann nur das MacBook drauf. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, oder ich habe da hinten noch einen Monitor, den stelle ich da vielleicht drauf, wo ich dann das MacBook anschließen kann. Da bin ich mir noch nicht ganz einig, wie ich das in der Praxis nachher mache. Aber Ziel des Ganzen ist eben, zwischendurch auch mal einfach zu stehen und weiterarbeiten zu können, weil das geht, wie gesagt, hier an so einem Schreibtisch nicht. Da kann man nur dran sitzen. Genau, und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier aufzubauen ist. Ich versuche das mal irgendwie im Zeitraffer hier aufzunehmen. Und am Ende des Tages soll der Schreibtisch dann hier so ein bisschen stehen. Also, dass ich so switchen kann zwischen dem Arbeitsplatz und dann dem da hinten, wo ich dann eben auch dran stehen kann. So, ich habe den aufgebaut. Ich habe genau 45 Minuten gebraucht, also nichts mit 10 Minuten. Ich habe mich schon mal drauf gesetzt. Also man kann tatsächlich damit hochfahren. Ne? Also der Motor ist so stark, dass mich das hier aushält. Wenn ich drauf sitze, kann ich hier hochfahren. Also ziemlich stark, ziemlich cool. Und das Ganze ist auch überhaupt nicht wackelig. Also der Tisch ist ultra stabil, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das Einzige, was mich noch ein bisschen wurmt, ist so ein bisschen die Verkabelung darunter. Die hätte man vielleicht noch besser lösen können seitens des Herstellers, gerade bei dem Preis, dass man da noch eine schöne Abdeckung oder so mit dazu packt, dass man die ganzen Kabel so versteckt. Ich zeige euch das mal kurz von unten. Also man hat ja hier irgendwie nur diese Klebchen dabei, die man jetzt hier so positioniert. Und genau, da sieht es so aus. Also hier drüber vielleicht eine Abdeckung, das wäre irgendwie noch richtig nice gewesen. Jetzt sieht es hier von unten so aus. Aber die technischen Specs, die sind wirklich vielversprechend. Also gerade was Gewicht, Höhe, Leistung angeht, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Auch was hier die Standfestigkeit angeht, trotz der Rollen unten. Also ihr habt es ja gesehen, ich habe ja die Möglichkeit, einmal diese Dinger hier drunter zu lassen. Die kann ich dann auch ein bisschen in der Höhe justieren. Oder ich nutze die mitgelieferten Rollen. That's it. Ich würde sagen, weil es ist jetzt auch schon spät, ich habe jetzt mal den Tisch aufgebaut. Ich lasse jetzt alles so stehen, würde ich sagen, und baue mir den morgen dahin. Und dann baue ich mal alles auf, wie ich mir das vorstelle. Und ich weiß gar nicht, ob das schon die richtige... Nee, das ist noch nicht die richtige Höhe. Obwohl, für so einen Laptop, wenn man hier so steht. Aber das probiere ich alles dann morgen in Ruhe aus. Ich fahre jetzt nach Hause und mache dann morgen weiter. So, Freunde, ja, da bin ich nochmal. 2 Tage habe ich jetzt mit diesem Schreibtisch mal gearbeitet, habe die normale Sitzhöhe genutzt, habe zwischendurch die Stehhöhe benutzt. Ja, was kann ich zu dem Schreibtisch jetzt so abschließend sagen? Ich meine, ich werde diesen Schreibtisch jetzt lange Zeit verwenden und grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, bis auf 2 Punkte. Aber da kommen wir gleich nochmal zu den Pros und Kontras. Ja, wie ihr seht, ich habe mir diese schöne Bambusoptik ausgesucht. Auf der Internetseite kann man sich die Schreibtische ja voll konfigurieren. Und dadurch, dass ich hier hinten das nur als Zweitschreibtisch haben wollte, habe ich mir auch bloß die 1,20 Meter Version ausgesucht. Die ist 75 cm tief, also das ist, wie ihr seht, eine optimale Größe für einen Zweitschreibtisch. Also ich kann hier wunderbar dran arbeiten. Die Tischplatte, die ist 2,5 cm dick, also auch
ordentlich, also wie ein professioneller Schreibtisch eben auch. Ja, und insgesamt sehr, sehr stabil das Teil. Ihr habt es ja schon gesehen, ich habe mich raufgesetzt. Ich konnte damit hoch und runter fahren. Die Traglast liegt tatsächlich bei 160 Kilo. Ich bin jetzt natürlich nicht der Schreibtischprofi, aber der Hersteller sagt selber, dass Wettbewerber weniger Traglast haben. Und ich finde es tatsächlich ganz gut. Also ich kann mich auf den Tisch lehnen, der wackelt nicht und das ist ja letztendlich das, was im Alltag entscheidend ist. Ja, dann will ich euch noch mal ein bisschen was zeigen. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt hier meine optimale Arbeitshöhe eingestellt. Also Arbeitshöhe, ja, die Füße sollen ja angewinkelt sein, wenn man gerade auf dem Stuhl sitzt. Und dann sollen ja sozusagen, ja, die Ellenbogen auf dem Tisch so aufliegen, ne, ungefähr. Haut nicht immer ganz hin, aber in dem Fall habe ich mir jetzt hier das Ganze auf 71 cm eingestellt. Allerdings hat die Anzeige ein kleines Problem in der Praxis, weil ihr habt ja gesehen, ich habe die Rollen drunter gebaut und die Rollen bewirken, dass der ganze Schreibtisch 5,5 cm höher kommt und die Anzeige leider nicht mehr stimmt. Also wenn ich jetzt hier mal praktisch nachmesse, hier auf dem Display steht 71 cm und tatsächlich habe ich aber 76,5. Also das wäre jetzt hier für mich die optimale Höhe. Also wenn man die Rollen benutzt, ihr könnt natürlich auch die Rollen weglassen und einfach nur diese Einschraubfüße drunter lassen. Dann haut die Anzeige hin, aber wie gesagt mit den Rollen nicht. Und ja, wie gesagt, also so ungefähr haut das hier hin. Ich habe es nicht zu 100% ausgemessen. Und genau das Gleiche ist es ja auch beim Stehen. Also ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, ne, natürlich, wie man so einen Stehschreibtisch einrichtet. Und auch da soll man im Stehen sozusagen, ja, die Arme locker lassen. Und dann Unterkante Schreibtisch soll dann hier Unterarm sein, also die Unterkante vom Unterarm. Ich habe mir die Stehhöhe auf die Nummer 4 programmiert. Das Programmieren geht auch ganz einfach. Also man stellt sich den Schreibtisch auf die Höhe, die man praktisch haben möchte, drückt dann hier das kleine M und dann kann man auch schon sich eine Zahl auswählen und das eben auf dieser Position speichern. Und das Ganze wird auch gespeichert, sogar wenn der Strom mal weg ist. Also wenn man den Schreibtisch mal rauszieht, schiebt ihn woanders hin, weil durch die Rollen ist er natürlich mobil. Ansonsten ist er ziemlich schwer, ne, das kann ich sagen. Und dann kann man den einfach irgendwo hinpacken, steckt ihn wieder rein und die Sachen sind hier gespeichert. Das ist jetzt meine Stehhöhe. Ne, so kann ich wunderbar arbeiten. Ich hatte es erst ein bisschen höher ausprobiert, aber dann, wie gesagt, habe ich mal so gegoogelt, was die optimale Stehhöhe ist. Was natürlich jetzt so für so ein kleines MacBook natürlich ein bisschen schwierig ist, weil ich gucke ja trotzdem nach unten und das geht letztendlich wieder auf den Nacken. Also ich habe auch schon einige Leute gesehen, die sich dann Monitore nochmal irgendwo oben drauf gebaut haben, weil ein Monitor soll ja eigentlich hier Stirnkante enden. Das ist dann auch wieder so die optimale Sehhöhe und das haut natürlich hier mit so einem MacBook nicht hin, aber das funktioniert jetzt für mich trotzdem in der Praxis ganz gut, weil wie gesagt, ich kann ja hier switchen, ich setze mich zum einen hin, arbeite im Sitzen, wenn ich merke, mein Rücken, der spackt wieder ein bisschen rum, dann stelle ich mich eine Zeit lang hin und so switche ich hin und her und bin ein bisschen in Bewegung. Vorher habe ich ja nur am anderen Schreibtisch gesessen. Und dadurch, dass ich einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule habe und noch einen zweiten in der Lendenwirbelsäule, habe ich mir so ein bisschen die Nerven eingeklemmt, habe so ein Kribbeln in den Beinen. Und das ist eben auch der Grund, warum das Ding hier für mich jetzt so wichtig war. Ja, einfach, dass man mal so ein bisschen hin und her switchen kann, zwischendurch aufstehen kann und weiterarbeiten kann. Weil das konnte ich nämlich an dem alten Schreibtisch nicht, wenn ich da 5 Stunden dran gesessen habe und irgendwann haben die Beine so doll gekribbelt, dass ich das als total störend empfand, dann ja, habe ich Feierabend machen müssen, weil es ging dann irgendwann nicht mehr. Ich konnte nicht mehr sitzen. Und so kann ich, wie gesagt, jetzt hier den Schreibtisch schnell hochfahren, stelle mich hin und damit gleiche ich das Ganze ein bisschen aus und kann mich dann auch hier auf den Beinen etwas mehr bewegen. Das ist der Sinn des Ganzen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ein Laufband runter packe unter diesen Schreibtisch, weil ich habe nämlich noch so ein ultraflaches Laufband zu Hause und dann könnte ich theoretisch während des Arbeitens laufen, obwohl da bin ich noch nicht so ganz grün, ob ich das hier wirklich ins Büro hole, weil so richtig kann ich mir die Konzentration beim Laufen nicht vorstellen. Also versteht ihr, was ich meine? Ja, ich laufe unten, konzentriere mich eigentlich auch, dass ich nicht vom Laufband falle und muss aber oben dann denken.
Also so richtig kann ich mir das noch nicht vorstellen. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus, ob es tatsächlich funktioniert. Ja, dann kommen wir mal zu den Pros und Cons. Wie gesagt, das ist ein Schreibtisch. Viel gibt es dazu nicht zu erzählen. Ihr seht, kann man hier wunderbar hoch und runter fahren. Funktioniert alles schnell, ist alles super leise. Diese vier Haken an den Seiten sind auch noch dabei. Kann man sich so eine Tasche oder so ranhängen oder Kopfhörer oder was auch immer. Hersteller hat ja irgendwie gesagt, innerhalb von 10 Minuten ist der Schreibtisch aufgebaut. Habe ich so ein bisschen falsch verstanden. Also die sagen zumindest, dass dieser Beingestellpart da unten innerhalb von 10 Minuten zusammengesteckt ist. Also das ist wohl eine Besonderheit gegenüber dem Wettbewerb, was ich wiederum nicht nachprüfen kann, weil ich keinen Wettbewerbsschreibtisch habe. Ja, aber ansonsten, ich habe 45 Minuten gebraucht. Als gelernter Tischler, der das irgendwann mal gelernt hat, glaube ich, ist das schon okay. Ich musste einmal so einen Teil da unten, so einen Bügel, den man so umlegt, tatsächlich mit einem Hammer reinhauen, weil der ging von Hand nicht rein, sieht man im Schnelldurchlauf bei der Montage nicht so wirklich. Das war ein bisschen tricky, ja, also die unbedarfte Hausfrau, die wird sich ein bisschen schwer tun bei der Montage dieses Schreibtisches und auch ansonsten dieses Werkzeug, was dabei war. Ich habe es jetzt benutzen müssen, weil mein Schraubenschlüssel nicht gepasst hat, den ich hier habe, aber ja, das war ein bisschen so, wie sagt man, pain in the ass. Ging zwar, aber war ein bisschen nervig. Ja, dann kommen wir mal zu den Pros und Cons, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass dieser Schreibtisch wirklich so ultra stabil ist. Also ich kann mich draufsetzen, ich kann hoch und runter fahren. Das werde ich jetzt natürlich im Alltag nicht machen, aber das zeugt ja tatsächlich von einer enormen Stabilität. Auch hier dieses, selbst mit den Rollen, wenn sie arretiert sind, ist das hier alles super fest und wackelt nicht beim Arbeiten. Ja, also das ist wirklich cool, finde ich sehr, sehr gut. Bedingt wahrscheinlich auch hier die fette Platte, also 2,5 cm. Die Schreibtischplatte, die ich hier drüben habe, ist auch so 2,5 cm dick. Und das ist ja auch so ein gewerblicher Schreibtisch, den ich hier habe. Ja, dann die Tragfähigkeit, 160 Kilo. Wie gesagt, da kann man dann auch theoretisch zwei Monitore raufbauen. Ich will den Schreibtisch relativ leer halten, auch weil ich den vielleicht für Reviews oder Videos nehmen möchte. Von daher will ich den gar nicht so zumüllen. Deswegen steht da jetzt auch bloß das MacBook. Der ist sehr mobil mit Rollen. Also wenn ihr die Rollen runterbaut, ist er sehr mobil. Man kann ihn wirklich leicht im Raum hin und her schieben. Das ist auch sehr, sehr gut. Also wenn man sagt, ey, ich brauche den da vorne, dann schiebt man sich den einfach da drunter. Vier Speicherplätze für die verschiedenen Höhen. Mehr braucht man eigentlich auch nicht, aber ich glaube, das können andere auch. Also das habe ich bei anderen Schreibtischen auch gesehen. Aber wie gesagt, ist ja praktisch, dass man sich das speichern kann. So, wenn jetzt irgendwie wie bei uns hier zwei Leute im Büro arbeiten, dann sagt man, ey, ich habe jetzt die Position 1 und 2 und der Kollege hat die Position 3 und 4. Einmal Sitzhöhe, einmal Stehhöhe. Also das ist schon ganz gut. Jetzt kommen wir mal zu meinem Minus. Ja, und Minuspunkte gibt es tatsächlich auch bei diesem Schreibtisch. Ein Minuspunkt habe ich schon erwähnt. Und zwar ist es der Punkt, der mir nicht so gut gefällt, dass, wenn ich die Rollen drunter habe, dass diese Anzeige hier nicht mehr stimmt. Ja, also hier die 71 cm, dass ich nochmal 5,5 cm raufrechnen muss im Kopf. Also ich muss jetzt praktisch wissen, ja, 5,5 cm muss ich jetzt nochmal draufrechnen und dann habe ich die tatsächliche Höhe. Oder ich muss, wenn ich die Rollen benutze, einen Zollstock nehmen, um wirklich meine Höhe auszumessen. Finde ich ein bisschen blöd, dass man das hier nicht noch nachjustieren kann, also diese Anzeige. Versteht ihr, was ich meine? Ein bisschen schade, also dass das tatsächlich nur mit den flachen Unterschraubfüßen richtig funktioniert. Und jetzt habe ich hier eine Anzeige, die zwar gut und schön ist, aber mir das Falsche anzeigt. Und was mir auch nicht so gut gefällt, ist, wenn man unter den Schreibtisch drunter guckt, und ihr habt es ja schon bei der Montage gesehen, diese ganze Kabelgeschichte, ja, ich habe es ja schon gesagt, ich hätte mir da irgendwie nochmal so eine Abdeckplatte gewünscht, dass die Kabel verschwunden sind, gerade hier im, ich fahre mal noch ein bisschen höher, weil der geht nämlich ziemlich hoch zu fahren, dieser Schreibtisch. Gerade hier diese Unterklebteilchen, das ist ja zwar zweckmäßig, aber nicht schön, ja, muss man ganz klar sagen. Ich meine, wie oft guckt man unter den Schreibtisch, aber ich sag mal, bei dem Preis, ja, zwischen 600 und 700 Euro, da wäre das doch geil gewesen, wenn das auch von unten optisch so ein bisschen schön gemacht wäre. Ja, also ihr seht ja, meine Kabel hängen da runter, die muss man leider auch so hängen lassen, weil durch dieses Hoch- und Runterfahren müssen die ein bisschen Spielraum haben. Dann haben wir hier ja noch diesen
Ja, diese Ablage, da habe ich jetzt eine Steckerleiste hingelegt, weil ich da Strom fürs MacBook herziehe, weil das Kabel vom MacBook doch ein bisschen kurz ist. Also das gefällt mir nicht so gut, muss man ganz klar sagen. Und das sind meine Punkte. Ja, also Pro und Contra, wie gesagt. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu dem Schreibtisch zu erzählen. Was ich euch noch mit auf den Weg geben kann, diese Schreibtische gibt es auch als Eckschreibtische, in verschiedenen Größen sogar. Es gibt Unterschraubschubkästen noch dafür, also noch jede Menge Zubehör. Natürlich alles aufpreispflichtig, ist klar. Aber es ist ja auch ein hochwertiger Büroschreibtisch. Und ich weiß gar nicht, für zu Hause würde man sich sowas für zu Hause holen? Naja, doch, gibt mit Sicherheit einige, die im Homeoffice arbeiten, die sich da auch teure Schreibtische kaufen, das weiß ich. Ja, aber ist halt schon ein bisschen höherpreisiger. Na gut, dann lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt es ja mal auschecken, wenn ihr gerade vielleicht auf der Suche nach einem guten Schreibtisch seid. Ich finde ihn auf jeden Fall gut, bis auf die zwei Punkte, die ich angesprochen habe. Der eine Punkt würde sich relativieren, wenn man die Rollen nicht runterschraubt. Und ja, dann bin ich erstmal raus. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch auch dieses Video gefallen hat. Mal ein bisschen was anderes, als was ich sonst mache, obwohl es ja schon dazugehört. Ne? Hier werde ich ja auch das ein oder andere Review mit Sicherheit in Zukunft machen. Deswegen da oben auch schon eine Lampe rangeschraubt. Genau, dann kann ich euch nur wünschen, bleibt gesund. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Wenn euch dieses gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Dann bin ich erstmal raus. Tschüss.